Vom 1. Juli bis zum 31. August startet die erste Season Retrodobia in World of Tanks Blitz. Ein Event mit insgesamt 3 Fahrzeugen, den Magnate auf Stufe 7, Fixer auf Stufe 8 und auf Stufe 9 den Regressor. Doch wie erhält man die Währung Kitcoins, um am Event voranzukommen? Man findet sie so gut wie überall, im Standard- und Premium-Bass, in Events, in Wertungsgefechten, in Turnieren, in Aufträgen und Befehlen, in Clanaufträgen, in Ziehungen und in Paketen im Shop. Du möchtest diese Panzer erhalten, bist aber noch nicht in einem Clan. Bist du von mir herzlich eingeladen, in meinen eigenen Clan EV Infinity War zu joinen. Klicke auf den ersten Link in der Infobox, um auf unseren Discord-Server zu joinen und bewerbe dich. Im heutigen Video geht es um den Stufe 7 Panzer Magnate, der in der Top-Konfiguration wie ein Indian-Panzer aussieht, aber statistisch gesehen doch nicht vieles gemeinsam haben. Nun spulen wir nochmal zurück zum Event. Wie wir wissen, kann man die Währung überall erhalten. Aber die wichtige Frage ist, ob man das Event Free-to-Play erspielen kann. Und die Antwort dazu ist jein. Als Free-to-Play-Spieler kann man den Stufe 7 Magnate in der Top-Konfiguration erhalten und einen halben Stufe 8er. Das bedeutet, man erhält einen Stufe 8er Fixer mit jedoch nur 8 von 16 möglichen Modulen. Wer also den Stufe 8er in der Top-Konfiguration und den Stufe 9er erhalten möchte, muss Geld ausgeben. Nun, ich persönlich bin damit zufrieden, denn eine Firma muss immer noch Geld verdienen und zweitens erhält man 2/3 vom Event völlig gratis, wenn man aktiv spielt. Kommen wir wieder zurück zu Stufe 7er. Der Magnate besitzt eine 90mm Kanone mit einem Alpha-Schaden von 240 auf der AP, 210 auf der APCR und 290 auf der HE. Die Durchschlagskraft ist ein bisschen unter dem Durchschnitt mit 158 auf der AP, 207mm Pen auf der APCR ist wirklich nicht viel und 40mm auf der HE. Die Nachladezeit dagegen mit 6,14 Sekunden und den 240 Alpha machen den Panzer wiederum recht solide von der DPM. Die Einzelzeit mit 4 Sekunden ist ein bisschen viel. Die Steuerung dagegen mit 0,297 ermöglicht es jetzt auch während der Fahrt Schüsse abzugeben, denn die Streuung entscheidet, wie groß dein Zielkreis ist. Was die Gun Depression angeht, mit minus 8 Grad ist mehr als nur solide und plus 20 Grad nach oben standardmäßig kennt man. Nun, was die Mobilität angeht, fährt dieser Medium ganze 50 km/h vorwärts und 18 km/h rückwärts. Leistungsgewicht pro Tonne sind wir bei 20, Wendegeschwindigkeit bei fast 60, machen diesen Panzer wirklich extremst mobil. Das Gewicht mit 39 Tonnen ist auch im guten Niveau, hat man hier auch gesehen, ich sag nur die Hellcat, die hat es nicht so sehr genossen. Die Sichtweite mit 260 Meter ist ganz normal und Strukturpunkte hat der 1272. Keine Ahnung, Wargaming, warum ihr random Zahlen nehmt, aber solange es mehr als 1100 ist, bin ich zufrieden, damit mich ein Smasher nicht mehr one-shotten kann. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Panzerung. Denn die hat es wirklich mit sich. Die Oberwanne, sehen wir, ist schräg angewinkelt, hat zwischen 230, 190, da bis 160, 260 mm Panzerung. Unterwanne sollte jeder mal pennen können, ganz unten mit 111 mm, aber auch selbst in der Unterwanne geht es schon hoch auf 170 mm und an der Abrundung von der Spaced Armor teilweise sogar auf 280 mm. Generell muss man auch sagen, wer diesen Panzer in der Garage anguckt, sieht, dass an der Wanne ein leichtes Muster mit Spaced Armor ist, das natürlich noch viel mehr Millimeter an Panzerung gibt und selbst der Turm ist mit 140, 160, die Gunblende mit 180 aufwärts, 370, wenn wir weitergehen. Die Cupola kann natürlich hier durchschlagen mit 90 mm, teilt sogar mit 80 mm auf 60 mm, da kann sogar ein Smash mit High durchkommen durch die Cupola. Ansonsten hätte der Panzer nochmal rechts neben der Gunblende einen kleinen Pickel mit 114 mm. Aber als Medium-Panzer ist das Ding unglaublich gut gepanzert. Besser als der Indian-Panzer auf Stufe 8.
und sogar Sidescrapen kann dieses Monster. In einem ziemlich guten Winkel sind wir am vordersten Kettenrad mit 240, am hintersten Kettenrad mit 320. In einem sehr übertriebenen Winkel sind wir selbst immer noch bei 213 am vordersten und 280 am hintersten. Dazu kommen die zusätzliche Spaced Armor an der Seite, die gute 90 mm zusätzlich drauf bringt. Und unter der Spaced Armor sitzen wir nochmal bei 70 mm. Also seitlich wiederum ein kleines HE-Opfer. Von hinten 50 mm, 40 mm. Genauso ein HE-Opfer. Also immer die Front zeigen, soweit es möglich ist. Und wenn man mit der Front reingeht oder winkelt, bounced man mit dem tatsächlich wahrscheinlich viel mehr als mit einem Heavy. Vor allem mit der Mobilität kann man auch nochmal schön rumwriggeln. Und ich glaube, was Wargaming da auch wieder macht, ist, okay, wir haben einen Smasher, wir haben Annihilator, wir haben bla 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 an guten Panzern. Wir wollen die aber trotzdem nicht nerven, also bringen wir einfach Panzer rein, die in ein paar Aspekten vielleicht sogar zu gut sind, dass die eben mithalten können. Dass ich zum einen auch schön finde, noch schöner würde ich es auch finden, wenn die das auch für die Tech Trees so buffen. Nun, das war mein wirklich sehr kurzes Video zu den neuen Hybridpanzern. Nächste Woche ist der Stufe 8er dran. In 2 Wochen kommt ein Video zum Stufe 9er. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bye, bye.